Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Wahre Logistik Part 6. Falsche Richtung laufe ich gerade. Also, wir hatten die Sushi-Belt-Lösung, das heißt letztlich einen Sorter, wo man darauf verzichten kann, irgendwelche Filter zu bauen, weil die einzelnen Forschungseinrichtungen bzw. die Fabriken wissen, was sie nehmen sollen. Und wir wollten jetzt einfach dem, was wir 3 Stufen hatten, jetzt auch noch mit den Militärforschungspaketen machen. Also habe ich das vorbereitet. Hier ist die erste Richtung, hier wird Munition hergestellt. Munition geht hierhin. Hier brauche ich auch noch zusätzlich Stahl. Stahl liefere ich hier aus. Natürlich ist alles hier gleich verkabelt. Dann wird hier panzerbrechende Munition aufgebaut. Panzerbrechende Munition läuft hier durch. Ich lege die Vorprodukte, die ich nicht hier lokal herstelle, nämlich Handgranaten und Mauern, hier auf. Die werden hier einfach durchgereicht. Hier sind kleine Puffer. Das heißt, ich habe die so eingestellt, dass da nicht zu viel drin rumliegen kann. Die sind alle so eingestellt. Wenn man startet, immer mit den gleichen Bedingungen, nur dann kann man was beobachten, was sinnvoll ist. An und los geht's. Okay, alle legen was auf. Das scheint zu funktionieren. Hier laufen die Bestände gerade hoch. Hier tun sie das auch, kann man sehr schön sehen. Die rot sind die Bestände, grün sind diese ganzen Signale, die ich da so brauche. Scheint gut zu funktionieren, aber du arbeitest nicht. Warum arbeitest du nicht? Du hast keinen Stahl. Der Stahl ist hier. Ich vergleiche auf 0. Das ist natürlich super intelligent. Und da musst du auf O vergleichen und nicht auf eine 0. Auch ein Vorteil dieser Lösung, da klappt was nicht. Da guckt man sich an, wo hängt es denn? Und legt es einfach nach. So, mal gucken, jetzt wird der Stahl produziert. Wunderbar. Wenn hier Stahl produziert wird, heißt das, dass eine reine Frage der Zeit ist, bis auch Stahl hier mal ankommt. Jawohl. Bis halt die panzerbrechende Munition hier ankommt. Jetzt habe ich was aufgelegt hier. Immer schön einzeln. Auch nichts aufgelegt. Woran liegt's? Hier nicht verbunden. Immer dran denken. Alles systematisch machen. Und schon stimmt es. Mal, bis einer aufgelegt worden ist. Denk. Ist noch nicht ganz perfekt gewesen. Woran liegt's? Ich habe natürlich einfach wieder mal eine Teillösung gemacht. Konsequenz. Gut, ich fahre das Ding mal leer jetzt. So. Also ein neues Spiel, neues Glück. Das sieht jetzt wieder ziemlich logisch aus. Ja. Neuer Versuch. Alles an. Jedes Mal, wenn ich was nehme, muss ich es buchen. So, jetzt stimmt's. Hier steht ihr auf 1, steht auf 1, steht auf 1, steht auf 1. So, jetzt läuft doch alles gleichmäßig durch. Ne? Seht ihr das? Ne? Es läuft wirklich wunderbar gleichmäßig durch. Wie viel habe ich jetzt hier drauf? 34, die grauen sind zu lang. Ja, die grauen muss ich beschleunigen. Ja, also machen wir mal ein bisschen was rein da, dann läuft das schneller und schalten wir mal die Energieverschwendung aus. Das kann ich übrigens hier bei dem hier unten auch machen. Wie ist denn hier der Bestand? Oh, seht ihr, panzerbrechende Munition ganz wenig da. Ja, das heißt, wollen wir mal das beschleunigen wieder ein bisschen. So, aber im Endeffekt arbeiten schon mal alle, das ist schon mal positiv. Wie sieht es hier jetzt aus? Ja, stimmt was nicht, ne? Was habe ich vergessen? Rückkopplung habe ich vergessen. Deshalb läuft der Quatsch jetzt voll. Aber es ist kein ernstzunehmendes Problem, weil ich verbrauche das Zeug, also das wird sich schon wieder einpendeln. Gut, also im Endeffekt haben wir es gelernt. Konsequent sein, keine Fehler machen, alles ganz sauber immer wieder ein- und ausschalten, ne? Sonst passiert da echt Unsinn. Da ist jetzt viel zu viel Zeug drauf, gut, kein Problem. Fahre ich gleich wieder leer, alles gut. Im nächsten Teil werden wir also anfangen, blaue Forschungspakete herzustellen. Ich freue mich schon drauf. Bis dann!